Ja, ich hab Refund, ich hab's angesagt, nur 150 Euro. Mit Ansage, Mann. Kein Giga, die hören sich schlimmer an als Rexe. Ja, die, danke, wo du angemeldet wolltest, warst du das? Ich bin gerade rausgekommen. Also, ja, aber warst du das immer noch? Keine Ahnung, das ist jetzt knapp 30, 40 Sekunden her, dass ich da weg bin. So, bin in der Base, was ist mit Level? Giga? Na, ich lass gleich laufen. Ich glaube, es fehlt dann nichts mehr für Superfahrt. Wir müssen alles haben. Haben wir Öl? Öl haben wir 1600. Ja, ich habe noch ein Kohle gebracht, hab auch über 1000. Und deshalb mache ich jetzt nochmal was. Level 95, warte, ich mach kurz, ich mach den kurz. Also wahrscheinlich müsst ihr nur kurz die Base halt abreißen. Ich dachte, ihr wollt an den Giga sterben, nicht an den Polovia. Soll ich kurz an den Giga sterben? Ja, aber leg dann Zeug erst weg. Ja. Irgendwie, du bleibst, machst irgendwas hier drin, ich fahr am Holz, dass man danach gleich noch Gunpowder laufen lassen kann. Aha, erwischt das. Weg hier. Wir arbeiten. Los. Irgendwie geht die Ludeln machen wir. Dann wird sich hier danach noch ein bisschen entkommen. Also wir haben das jetzt halt sofort. Ah, ich kann mir Fernglas ja, lassen. Ja, fehlt kein Kristall mehr? Ja, der Kristall ist irgendwann mal zurückgelegt, aber der ist weg. Ja, wenn ich schaue, mein Fabricate oder sowas. Was heißt Fernrohr? Stammbundshooter muss gekillt werden. Warum? Ja. Die klauen meinen Member hier. Ein Member? Ja. Impies Member. Hier ist Impies Member, ansonsten ist meiner. Welcher? Ist mein Sklave. Ich muss mir eh ein Bett. Sklave? Ja. Also Shadow, ich würde mir einen anderen Chef suchen. Ich peitsche ihn aus, wenn er nicht schnell genug ist, wie sich gehört. Chris, soll ich dir eine Peitsche machen? Hätte ich nichts gegen. Ja, so, ich guck jetzt Giga Level, seid bereit. Also 150 mit Ansage. Okay, wer ist diesmal so eskaliert mit Fortress? Giga Level 30. Mit Ansage, ne? Und ich besorge gerade Zeugs für alle und Fähigkeiten, glaube ich auch. Habt ihr alle gehört, der Giga ist Level 30? Ja, uninteressant. Base abreißen. Nein. Alle andere Dinos von der andere ist stärker. Wir wollen doch sowieso, wie heißt das? Base umbauen, oder können wir anfangen, die von oben heraus abreißen? Ich höre ja, warte kurz. Ilka, zieh den Giga irgendwo durch Stargate durch, vielleicht versucht ihr jemand zu campen. Beginne Class, präsent. Hab ich extra machen lassen, ich hab am Bett gesehen. So, das ist so ein richtiger Pole. Na, ist gut. Darf sein. Was haben wir mal gemacht auf dem anderen Server? Ja, die Frage ist, was sagt Ente denn? Wollen wir jetzt zu den Spot, wo die sind? Da in der Nähe gibt es einige ganz gute Sachen, wenn wir die Rätsel da wegkriegen. Moment, es ist eigentlich nur die nein, darf man noch nicht. Was ist doch gerade kaputt gegangen? Ich hab das Tor hier vorne, das zweite Metall war abgenommen. Das hätte man doch kennen. Nein, man kann es im Pickup im MP. Aktuell ist es noch gesperrt. Wir jetzt keine reparieren. Ach so. Nein. Wir wollen die Base sowieso nicht so wieder aufbauen. Oder? Aber so doch auf gar keinen Fall. Das ganze Metall hier in den Forges, das könnte man ein bisschen besser aufzugleben. Dann geht's schneller. Wenn du dabei bist. Ich muss kurz meine Sachen machen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt. Lest mal den Chat an, Girls, wo darf jetzt noch niemand hin? Wurde ja, ich eben wollte geschrieben. Nur wissen, wo die gebaut haben. Ente, da waren wir die eine, das eine Mal doch. Was? Oh, ganz. Dann frag doch mal, wie lange, wann man da bauen kann. Ja, sag aber Sabrina, gleich alle, dass wir da bauen wollen. Ja, sag aber Sabrina, wo man zu uns kommt. Den Channel. Oder nein, sie hat gesagt, das muss ich erst Chris angucken. Und der ist noch mal da, also dauert es heute noch. Die Frage ist, wollen wir jetzt weiter hier aufteilen, das ganze Metall, oder wollen wir einfach anfangen, dieses große Metallteil abzureißen und
Ja, klar reißen wir das große Metallteil ab, es ist so weak. Absolut kacke. Ich hab erstmal nicht gehört. Da wollen wir jetzt anfangen, das abzureißen, sonst ist die Session rum, ja, bevor wir das Teil abgerissen haben. Fang aber oben an, ne? Ja. Jetzt, bevor ihr jetzt hier alles ab oder halt übertreibt. Ja, ja, ich weiß. Die Forges lassen wir ein bisschen zu schwachen. Ja, was macht man jetzt? Krieg ich da jetzt mal... Was macht man jetzt? Keine Ahnung. Die ist ja Gigashow. Keiner hat jetzt... was wie sieht es aus mit einer Shambench? Das wäre jetzt vielleicht... Pass auf, hier ist der Giga. Dafür müssen... Perlen, glaube ich. Und erstmal einer vielleicht... Bosch. Ja, ganz Bosch. Wir haben einen Verschattung. Schon seit letzter Session. Wie komme ich hier ganz hoch? Fall der mit. Dann kommen wir gleich die Forts machen, oder? Vielleicht? Da war auch mal eine Ketten, bauen wir noch ein Bett. Wo die jetzt sind, ist keine Ahnung. Wurde da gefallen. Aber was wahrscheinlich wird, dass dort verboten werden. Hat. Wieso denn? Ja, weil das doch auf Ruine oben drauf war. Genau, wegen der Ruine. Danke, Kim. Ja, das darfst du ja nicht, auf der Brücke der Ruine, oder? Meinst du die Brücke der Ruine? Die Brücke da. Ja. Meinst du die Brücke? Da darf man nicht bauen. Das ist doch Dings. Die Base muss mit Rex erreichbar sein. Meinst du die naturelle Brücke? Ja, da darf man ja nicht. Man muss da gab's doch irgend so eine Regel. Deswegen gab's auch Beef mit Two Girls. Ja. Nein, die haben auf der Brücke gebaut, aber die Ruine selbst haben sie in Turretzone mit reingestellt und so weiter, und um zum Betten zu nutzen. Ja, und was war daran verboten, wenn ich fragen darf? Turretzone Ruine. Doch, aber irgendwie nur von einer Seite. Ja, und das reicht doch nicht dran zu der Base von Rex. Eben. Ja, keine Ahnung. Eine Diskussion war da auf jeden Fall noch. Feechen, hast du mir jetzt gerade geholfen, das Metall zu splitten? Mhm. Danke. Ich sehe mein Stuff. Da sind 20 Schweine und 4 Wölfe. Ich mach das noch. Wir haben gleich wieder eine Kehrmeldung. Nein, Mann. Ente bauen wir da jetzt? Hängt davon ab, ob wir bei Gehörsport bauen können. Ja, das erfährt man diese Session nicht mehr. Die nicht davon aus, war wegen Ruine. Es gab ab der ersten Session so Probleme, weil die dort gebaut haben, dass sich immer irgendwer aufgeregt hat. Aber es ist nie verboten. Ja, aber jetzt, wo keiner mehr dort baut, können sie es verbieten. Und werden sie wahrscheinlich auch. Damit diese ganzen Diskussionen gar nicht mehr erst auftauchen. Ja, ich würde jetzt einfach gucken, dass wir unseren 5x5 Cube irgendwo hinstellen.
Alter Spot. Wir reißen vorne die Tore ab. Da wo die ganze Holzfoundation stehen, da machen wir den QP. Ah, das ist scheiße, da kannst du doch von oben drauf schießen. Dann bauen wir das oben drauf. Das ist eigentlich gerade, wenn man aus der Base rausguckt, rechts dort auf den Hang oben drauf. Da habe ich auch schon überlegt, ob wir auf so einem Hang drauf bauen, ne? MT? Hm? Was hältst du von dem einen Teamspot im Schnee hier oben auf dem Berg? Besetzt. Hat das eigentlich nochmal irgendwer kontrolliert? Kann ich machen. Das war doch nur mal eine Aussage von irgendwen. Rudelbildung soll doch das sein. Ja, vielleicht nochmal kurz kontrollieren. Wenn das bist du dort nur ne? Rudelbildung wurde aber heute Plug Duel, da dann jetzt weg sein. Leicht bei uns eine Metallfarm gerade. Okay, dann geh ich gucke. Das war eine Raptoren, ne? So, ich hab so viel Metall, dass wir instant eine Scheiße stellen können. Haben wir sowieso. Wie viel Metall hast du jetzt? Ich hab Error. Nicht wirklich. Eben hatte ich glaube ich 20k. Nee, nicht du. Ah, ich mein gebranntes Metall. Ich hab 500. Wir brauchen 2,5, ne? Ja, das reicht schon fast. Ich hätte, ich mach mir noch kurz Rüstungsteile und dann gehen wir Metallfarm eine Fuhre und dann gehen wir weiter hier, okay? Mehr, stell mal mehr Forges auf hier. Habt ihr jetzt eigentlich den 125er selber gezähmt gehabt? Ja, ja, genau. Der ist fertig. Also ich join jetzt denk wieder... Denk bitte an meine Taming-Ausrüstung. Ich brauch, wenn ich gleich vom Metallfarm nach Hause komme, wenn ich 4500 fest Betäubungsfeile da haben und 4-5 Bögen. Armbrüste. Ja, beruhig dich mal. Halt. Wenn ich nach Hause komme, will ich tamen. Wir wollen viele. Wenn ich tame gehe. Ja, wenn du tame gehst. Außer du tamest natürlich einen Rhino. Und? Kann ich mittlerweile. Ich treu Pole. Ja, du musst ihm ein Rhino tamen lassen und es dann nicht benutzen lassen. Dann war es sehr produktiv. Ja, Captain. Oh, wir haben sogar eine Smithy. Ja, okay, warte, komm mal sofort. Ja, bringt's aber erstmal runter, dass wir die Forge stehen können. Alles in Fabri? Oh, komm schon. Fabri, würde ich sagen. Steine fahren, Captain. Ja, mach mal eine Metallaxt. Metall, du Spitzhacke. Metall und Zement. Ja, kostet ja nicht mehr. Heute bist also, wenn wir zwei haben, können wir die ganzen normalen Fotos abreißen. Oh, Chris ist. Oh, wirklich? Hast du jetzt davon? Oh, ja, ich bin so gut. Ja, Xaido, oh, ja, Hallo, was soll's? Was ist da los? Ixero. Hallo? Hier am Arsch der Welt läuft ein scheiß Xaido rum. Am Arsch der Welt! Was für ein Typ? Was für ein Vieh? Xaido! Wer ist das? Zu Fuß! Das war der, der schon bei Rudelbildung war. Wichser. Ja, und deswegen regst du dich jetzt so auf. Ich erinnere dich dran, wenn du wieder im Sumpf sterbst. Wo ist der Rüdi? Ist der jetzt noch am Metall? Hier ist Metallketten. Ist Nessos gestorben? Ja. Oh. Hab ich gerade schon gefragt. Rage der jetzt noch? Ist doch noch gar nicht tot. Wer ist gegangen? Nessos. Der Captain hier passt doch locker in eine 6x6 Basin, oder? Aber er hat mir nicht gesagt, ob der Dödi dort oben steht und wo er war, damit man den Dödi noch rettet. Geht davon nicht aus. Er wollte es von Anfang an verbieten, er konnte aber nicht, weil die schon dort aufgebaut haben. Und vor allem, wenn Sabi schon sagt, sie muss Chris fragen, ob man das Haus hat, dann wird ihr Chris das Haus nicht.
Ja. Alter! Shadow! Pole, dann mach er wieder zu! Warum? Du bist als letztes raus. Du bist als letztes rein. Du bist als letztes raus. Impi ist weg, also ich würde zumachen. Ich habe jetzt so langsam den kompletten Wald vor unserer Base abgefahren. Ist denn das jetzt weg und bleibt weg, oder? Ja, ich glaube, der ist in Rage gegangen. Ja, wenn man da weiter raged im Tribe, ist halt scheiße. Jetzt fällt wieder ein Mann. Der nächste dann bist du Aso-Reize. Alter, wir haben ernsthaft zu groß gebaut, kein Wunder, dass... 65er Rex-Bons war da auf der Ebene. Chris, hol ne. Kennt mich, brauchen wir hier 6 Foundation hin. Ja. Dann spawnt Impi sich hier hin und dann guckt der 6x6, kann man hier easy bauen. Und hier gibt's mehr Tiere als keine Ahnung was. Wir haben jetzt schon 125er Saber, wir haben Gigaspawn direkt neben uns. Und 2 Schweine. Oh man, ich steck 2 Raptoren, ich hab 2 Sesam. Ja, das mit den Reins... Haben wir in der Base schon Betäubungspfeile? Oh, kann die Meldung wohl verschwinden, ja. Das nehme ich als Nein, also muss ich erst nicht craften. Also, die ganze Wand fehlt. Hm, ihr seid schnell. Ja, welche ganze Wand fehlt? Die ganze linke Wand. Ist das jetzt aufgefallen? Polen-Nanny hilft auch. Ja, Polen-Nanny hat die ganze linke Wand eingesammelt. Pole halt. Pole hat sie gepolt. Wie viel habt ihr Metall und CP? Also ein Smithy habe ich schon 800 reingelegt am Metall. Na gut, denkt euch. 1, 2, 3. Ja, Dinger kommt ist vorbei. Da. Ich kann noch eine zweite vorschlagen. Du mach. Wo steht denn die erste? Okay. Ja. Haben wir Sattel jetzt? Mhm. Den zweiten mache ich auch. War das jetzt nicht ein bisschen. Bitte sag. Oh ja, man kann sie pick-upen. Was denn? Die Forges! Ich dachte jetzt gerade, das ist noch ein bisschen blöd, die in der Base zu stellen. Einfach um noch später. Wenn wir eventuell umziehen. Ja, gehen wir jetzt zu Ilka oder zu hier bleiben? Ja, man kann auf jeden Fall hier 6x6 bauen. Habe ich gerade gebaut. Und hier sind viele Tiere. Ja, und hier wissen der Beamspot ist frei. Wie bitte? Oh, dann lass da hin. Oder? Ja, ja, da gab es jede Menge Stuff. Oh, nein, nein, ja. Doch, hat sich gut getroffen. Das heißt, wir craften vor Foundations, Wände. Aber die Base noch nicht komplett abreißen. Und Tresore. Und viele Fan Foundations. Fandest du das nicht nett, Shadow? Da darf man da bauen jetzt. Oder? Welches Level war der Rex? 3. Fischer. Dann machen wir uns gleich auf den Weg dahin, ne? Nicht, nicht hier, das müssen wir einfach halten. Ja, zu dem. Gehen wir jetzt zu Girls und Kappel, oder? Nein. Beamspot. Okay. Nein, Shadow ist nicht runtergefallen. Aber Beamspot ist halt bekannt, ne? Die werden uns da in 2 Seiten halt irgendwie. Wir haben Wage Shots. Nein! Ja. Shadow, du Wichser. Du und doch mal das W-Wort austausche zu was anderem. Du Waschlappen. Ich sag du Waschlappen, das ist nicht so schlimm. Ja, okay.
Waschlappen schneidet ihm die Säge. Aber du bist ja gut, du sagst das Wort A oft genug. Wer? Hallo. Du! Welches? Waschlappen. Sag ich oft, ja. Jungs. Meintet ihr nicht, wir wollen Versteck bauen? Nein, was heißt das? Wir haben einen Rage-Shot, brauchen wir nicht Versteck bauen. Wir haben Rage-Shot. Ja, wie lange hast du einen Rage-Shot? So bis du eine Schnecke hast. Bis wir wieder Rage haben. So lange, bis wir genug Death gebaut haben und uns das oben aufgebaut haben. Das heißt, wir farmen jetzt 5 Sessions, machen die Base und dann gehen wir eine letzte Session Raid, holen uns da die ganzen Schnecken, die wir brauchen und gewinnen fertig. Im besten Fall, wenn wir alle Gas geben, können wir uns heute vollständig aufbauen. Da muss halt wieder mit anpacken. Ja, aber ich würde sagen, dass wir noch dann bis nächste Sonntagssession nur hauptsächlich aufbauen machen, dass wir viel Stuff auch haben. Sag mal, dass 30.000, 40.000 Polymer immer da sind. Hä? Dass wir en masse mitnehmen können. Wenn einer stirbt, dass das nicht so Tiere, ist. Tiere, Rexe sind das Wichtigste. Ja, Rexe züchten. Rexzucht aufbauen. Ich bin selber Sattel, kein Schweinsattel. Selber Sucht aufbauen. Oder halt Baumpflanzen sogar. Aber wir sind ja oben im Schnee, oder? Ja, da spawnt Selber. Gut, Metall, gut, Kristalle. Wir brauchen nicht mehr Kristall. Ach, den Spot meint ihr da? Ja, Staffel 2. Ah. Ich wusste gerade nicht, welchen ihr meintet. Dabei bin ich auch noch ein Beam-Fanboy. Ja. Ja. Der größte Beam-Fan. Ich guck mir natürlich jeden Tag, jedes Video guck ich mir von dem natürlich immer an, Alter. Ja. Abo-Box-Camper. Das macht doch jeder. Abo-Box-Camper von Beam. Wenn, das Video, wenn ich das Video nicht in der ersten Sekunde sehe, Alter, dann ist es drin. Oh mein Gott, ich glaube, ich lasse die Volkheit komplett weg. Ende, was wollen wir als erstes herstellen? Warum denn, Ende? Wir machen Wheel Talk. Aus dem Fabriket dann alles rausholen, oder? Ich würde den erstmal sogar noch da stehen lassen, dann können wir das ja, aber ich meinte, das ist Materialien. Impi, du kannst sie ja so. Weil Zement und so. Macht Wheel Talk. Podcast. Alter Molte! Was sagen wir noch dran? Ja, wenn wir Real Talk machen, dann lass mal über jeden Tribe quatschen. Ja. Welcher Tribe ist denn noch interessant? Ja, also, wer macht denn gerade nichts? Wir bräuchten ganz, ganz dringend Zementkasten. Ja, warum kann man das? Sonst wird eine neue Base gar nichts. Ich. Server, kein Problem. So, Wolf habe ich schon 145 Liege. Das war doch eh das Opfer. Hey, warte noch. Wollen wir jetzt schon losgerissen? Ja, klar, wir gehen das weg zu dem. Hör doch mal auf, die Leute zu beleidigen. Waschlappen ist keine Beleidigung. Eine Feststellung. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Meine Mama sagt immer, sei gewahr. Schnauze! Wir bekommen ja auch noch ein Mundverbot. Wir sind in einem freien Land. Das ist hier für eine Partei. Nicht mehr zu ertragen, die Jungs. Fische regelt das jetzt kurz und dann gehe ich wieder zurück. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los.
Dankeschön, wir sind die Cantina-Band.